Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Enjoy Your Bike. Heute geht es um das Thema Gravel Bike. Da habe ich die beiden Räder von Open dabei. Das einmal das Open Up und das Upper. Ich wollte euch die mal ein bisschen vorstellen. Das ist mein Rad, das ist das Rad von meinem Kollegen Ingo. Das wollen wir morgen mal im Deister, hier der kleine Höhenzug vor Hannover, ein bisschen testen, ausgiebig. Und bevor die dreckig werden morgen, dachte ich, ich drehe dieses kleine Video mal und zeige euch ein paar Details. Wir haben da zwei unterschiedliche Builds gemacht. Das orange Bike ist ein bisschen mehr auf Preis-Leistung ausgelegt. Normaler Rahmen, der Abrahmen mit einer Ultegra mechanischen Schaltung. Und das Upper, was da drüben ist, mit einer Dura-Ace DI2, neueste Generation, mit einer Wattmesskurbel von Rotor. Und wollte einfach mal ein paar Detailaufnahmen machen. Morgen, wenn wir die Räder testen, wird der Ingo sicherlich noch was zu sagen. Beide Räder sind mit Stance-Felgen ausgerüstet, Aluminium, super Preis-Leistungs-Verhältnis, liegen um die 600 Euro, ultra leicht, haben wir jetzt Specialized-Reifen draufgezogen, S-Works 2 Zoll breit. Man kann das hier hinten ganz gut am Durchlauf sehen, das passt astrein. Und das Schöne an den Gravel-Bikes ist hier jetzt, ob du Mountainbike-Reifen reinmachst, einen Cyclocross-Reifen reinmachst oder einen Rennradreifen reinmachst oder vielleicht so einen Mittelweg 30er Breite Slick. Ist egal, es passt alles rein. Kann man das ja sehen. Steckachse, der Unterschied auch hier sichtbar. Bremssattelaufnahme von dem Up. Und hier bei dem Upper, wenn ich mal rüber gehe, kann man das gleich sehen. Flat Mount. Ja. Hier kann man auch schön sehen die Rotor-Wattmesskurbel auf der Seite. Hier vielleicht auch noch mal ein Detail. Der Zug beim Upper geht direkt oben in die Gabel rein. Die Schrauben gehen durch die Gabel durch zum Bremssattel. Auch sehr schön. Was man hier noch mal vielleicht zeigen sollte. Dura-Ace DI2 hydraulisch. Super kleiner Hebel, ich hier drauf gehe, Ultegra mechanisch, neueste Generation, etwas höher. Ja. Der Bremszug geht hier an der Gabel innen drin lang, wird durch einen Kabelbinder gehalten, aber trotzdem ganz schick. Was wir noch nicht gemacht haben, ist Flaschenhalter dran montiert. Hier gibt es zwei Flaschenhalterschrauben am Rahmen und dort unten auch nochmal. Hier oben die Befestigung. Flaschenhalter wird man dort eher nicht ranmachen, aber es ist genormt. Das passt dann auch für die Oberrohrtaschen. X-Lab vielleicht. Profile Design, da gibt es ja die unterschiedlichsten Hersteller. Das unterscheidet sich zum Upper auch gar nicht. Auch hier zwei Flaschenhalter unten am Rahmen. Und auch hier oben. Die neue Dura-Ace, die I2. Ingo hat sich da mal für eine knackige Übersetzung entschieden. Vorne 50, 34. Und hinten eine 30er Kassette. Ich habe es hier mal auf die Spitze getrieben bei meinem Rad. 50, 34. Das neue Ultegra-Schaltwerk kann standardmäßig schon 34 Zähne. Bei dem Up gehen auch 40 Zähne. Ich habe da die XT-Kassette draufgesetzt aus dem Mountainbike-Bereich. Ja, vielleicht nochmal zur Farbgebung. Das orange Up, der weiße Schriftzug Open. Und wenn wir nochmal rüber gehen zum Upper, mattschwarz und der Schriftzug Open. Ist dann hier glänzend. Beide Rahmen gibt es auch als Ready to Paint, als rohe Carbonrahmen, die ihr nach Wunsch lackieren könnt. Das ist überhaupt kein Problem für uns. Könnt euch da Farbwünsche da einfach mitteilen.
sucht euch das am besten auf einer Farbskala raus, entweder Pantone-Töne oder Aral-Töne. Dann kriegt ihr das auch in eurer Wunschlackierung. Preise für eine Wunschlackierung roundabout 400-500 Euro für eine zweifarbige Lackierung. Das nur mal so als Richtwert. Naja, morgen soll es dann mal ins Gelände gehen. Da hinten seht ihr den Höhenzug, wo wir uns da ein bisschen bewegen werden. Der Deister, super Terrain in der Nähe von Hannover. Ich bin hier zu Hause, von daher habe ich das jetzt mal vor meiner Haustür gefilmt. Und ja, mal sehen, wie das Wetter morgen ist. Ein paar Freunde kommen auch noch mit Mountainbikes, mit Cyclocrossern, wir mit den Gravels. Naja, morgen wird der Ingo sicherlich noch was dazu sagen, wie es sich so fährt und ich vielleicht auch nochmal. Bis dann, ciao. The flyway, flyway.